Ismail! Abenteuer im ABC-Park. Wohin möchtest du? Bewege den Joystick nach unten und nach oben, um zu wählen. So, Mensch, ja. Ja, ist doch gut. Wir wollen ins Lernabenteuer. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play der Marke GTR. Und auf vielfachen Wunsch, genau, gibt es heute ein besonderes Lernabenteuer. Und zwar Abenteuer im ABC-Park. Jawohl. Wie gesagt, ihr habt es euch gewünscht. Ich setze es nur um. Und falls ihr noch weitere Wünsche habt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und ich werde dieses Wiesmal-Spiel für euch spielen. Mensch, der redet aber ganz schön viel. Ich glaube, der ist so ein bisschen hyperaktiv. Da komme ich gar nicht gegen an. Also schauen wir uns erstmal in Einstellungen an, hier alles. Gut, das ist ja nicht der leichteste Schwierigkeitsgrad. Wie komme ich denn hier hoch und runter? Hä? Ach so. Aha. So, hä? Ja, so. Also starten wir mal hier mit dem Lernabenteuer. Ja, und wie immer spielen wir zuerst natürlich erstmal nur die Dark Souls Schwierigkeitsstufe, nicht die Demon's Souls. Schwierigkeitsstufe. Ja, ist doch gut. Oh, ich fühle mich heute... Ich komme gar nicht an gegen dieses Spiel. Es wird immer nur geredet. Okay, also, machen wir mal hier auf leicht. Ein Spieler. Tja, Mädchen oder Junge? Ja, ich würde mal sagen, okay, da bleibe ich mal bei meinem biologischen Geschlecht. Weiblich? Nein. Okay, männlich und los geht's. Ich bin mal echt gespannt, was hinter diesem Spiel steckt. Wie gesagt, ihr habt es euch gewünscht und ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Habe ich leider früher nicht gespielt, aber ich lerne ja immer gern dazu. Also, ja, sie sind in Ordnung und los geht's. Wow, wir sind in Opas ABC-Park. Mal sehen. Etwas stimmt hier nicht. Hallo Opa, du siehst beschäftigt aus. Können wir dir helfen? Ich habe die falsche Taste auf der Energiemaschine gedrückt. Alle Energiepunkte sind verloren. Ohne die Energie kann der ABC-Park schließen. Könnt ihr mir helfen, die Energiepunkte zurückzubringen? Du kannst dich auf uns verlassen, Opa. Tja. Hier ist eine Landkarte vom ABC-Park. Wohin möchtest du? Ja, ja, ist doch gut. So, ja, also wie man sieht, man sollte für den Nachwuchs frühmöglichst sorgen, sonst ja, drücken die Opas irgendwann die falschen Knöpfe. Ja, und wir stehen dann ohne Strom da. Und insofern wollen wir mal schauen, ob wir hier alles wieder zum Laufen bringen. Wir haben hier 5 verschiedene Level. Und ja, nee, 6. Oh. Ah, zählen ist eine schwierige Sache. Also, jetzt starte ich mal hier in den Spielzeugladen rein. Chuchu. Au. Nette Animation. Versucht Energiepunkte zu bekommen. Bewege den Joystick in die Richtung, okay, in die du gehen willst. Gut, die Steuerung kommt mir bekannt vor. So, was sind Energiepunkte? Ist das ein Energiepunkt? Spring drauf. Wow. Also ich würde mal sagen, das ist das erste richtige Jump'n'Run, wo man so auf die Köpfe von Viechern draufspringen kann. Also so wie bei Mario. Das ist ja krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dieses Spiel so, solche krassen Gameplay-Mechanismen hat. Finde ich gut. Bewege den Joystick, um zu klettern. Sagt er au, au oder auf? Hm, ich weiß es nicht. Als hätte er irgendwie wunde Hände und wird dann sagen, au, 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 au. Okay, so. Ja. Okay, dann wollen wir mal schauen. Moment, da gehe ich noch nicht hin. Warum? Ja, ganz einfach. Wir können nämlich hier nochmal runter. Na toll. Es ist so ein tolles Side-Scrolling-Spiel, wo man dann nicht mehr zurück kann. Mist. Erste Leiter verpasst. Ist ja fast ein Argument, um hier nochmal neu anzufangen. Den folgenden Buchstaben, um die richtige Reihenfolge einzuhalten. A. B. Aber krasse Animation. C. D. Finde ich richtig gut. So, und nu? D. E. F. G. Okay. Pass auf deinen Kopf auf.
Hä, warum? Ach so, darum. Sehr interessant, wie er so die Treppe runtergleitet. Hm. Spring drauf. Okay. Ist soweit. Aber krasses Jump'n'Run, muss ich mal so sagen. Um dich zu ducken. Mensch. Muss ich mich hier ducken oder... ich weiß es nicht. So. Naja, Übung macht den Meister. Ja, ich glaube, da muss ich mich ducken, auf jeden Fall. Oh nein! Eins verpasst! Also, ich muss mal sagen, das ist ja schon fordernd. Krass. Krasses Spiel. Mensch, ich bin immer wieder überrascht. So, zack, drauf da auf die Schnute. So. Hä? Was war denn das jetzt? G. H. Okay, man lernt auf jeden Fall richtig zu buchstabieren. J. Und man darf irgendwie nicht auf das Braune, weil sonst fällt man ins Nichts. Aha. H. I. J. Jetzt weiß ich auch, warum das ABC-Park heißt. Da geht's ja nur ums Alphabet. Na sowas. So, weiter geht's. Oh, die Musik ist auch so ganz putzig, muss ich sagen. Also da haben wir schon ungleich schlechtere Musik auf der Konsole erlebt. Also muss ich mal wirklich sagen, das Spiel macht mir bis hierhin wirklich viel Spaß. Weil es vor allen Dingen diese Jump'n'Run, also diese klassischen Jump'n'Run-Elemente mit drin hat. Und das finde ich wiederum sehr sympathisch. Vorsicht, spring drüber. Wie drüber springen? Ich war da einfach... So, einer auf dem Date. Gehen wir aus dem Weg. Das Ding kann ja sprechen. Ist ja krass. Vor allen Dingen in Robo-Stimme. Cool. Geh mir aus dem Weg. Jetzt weiß ich, warum ihr das Spiel auch empfohlen habt. Weil es wirklich gut ist. So, macht Laune. Echt gut. So. L-M-N-O. Okay, aber das hat ja hier wenig, muss ich sagen, so mit pädagogischem Gespür zu tun, sondern eher so mit ja, guter Hand-Augen-Koordination. P Q R S. Weil, naja, ich kann ja gar nicht anders springen hier. Also insofern ist es ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen geradlinig, aber schon linear. So, noch ein Herz dazu. Ja, ja. Mache ich. Habe ich doch eigentlich ganz gut gelöst, würde ich sagen. Haha, ha, ha. Ich bin dir aus dem Weg gegangen. GTR geht dir aus dem Weg. So. So, mit dem besten Controller der Welt. Ach ja, diese Roboter. Ich liebe sie. U V W X Y Z. Das war das ganze ABC und das war mal ganz nett. Ja. Moment mal, das ist physikalisch doch gar nicht möglich. Das Perpetuum mobile oder was? Energieerhaltungssatz und so weiter und so fort. Hm. Naja. Es gibt also angenommen hier keine Reibung. So, das ist natürlich Physik für, tja, Mathematiker. Die Ende oder, naja. Erkennt man ja, wenn manchmal idealisierte Rechnungen kommen. Okay, ich muss durch die Tür. Und dann, ja, du hast es geschafft. Dann habe ich es geschafft. Sehr schön. Ich glaube, die Musik, die verschiedenen Musikstücke kamen sich gerade so ein bisschen in die Quere. Oh, was ist das? Oh, du bist wieder zurück. Ja. Wie viele Energiepunkte hast du? Ich hoffe, genug. Gut gemacht.
Das sind genug. Komm, finde noch mehr Energie. Ich habe schon gedacht, der Opa lässt mich auflaufen. Das sah ja hier höchst verdächtig aus. Okay. Drück auf die OK-Taste, wenn du fertig bist. Okay. Hier ist eine Landkarte vom ABC-Park. Wohin möchtest du? Ja, ich würde sagen, in die Monsterstadt. Na dann, ab rein da. Du möchtest noch mehr Energiepunkte. Du musst die richtigen Buchstaben einfügen. Benutze die 4 Farbtasten, um zu antworten. Yeah. Alles klar, das kriegen wir, glaube ich, hin. Also Q. Q. So. R. R. Naja, eigentlich ein recht einfaches Spiel, möchte ich sagen. Also nicht so anspruchsvoll wie jetzt das erste Level. Mal schauen, ob das hier irgendwie noch anspruchsvoller wird. Ja, mal schauen. T. Auf jeden Fall immer in der alphabetischen Reihenfolge. Das finde ich ja auch interessant. Ja, du hast es geschafft. Das hast du gut gemacht. Okay, das war ja auch nicht so mega schwer. Hey, du bist gut. Möchtest du in mein Geheimversteck gehen? Klingt ein bisschen nach Stephen Kings S. Naja, okay. Nein. Okay, jetzt sind wir wieder im Jump'n'Run-Modus. Pass auf die Monster auf. Spring drüber. Ja, schön. Hä, was muss... So, die kommen ja hier immer wieder raus. Okay. So, gutes Timing ist gefragt. Also bei denen kann ich wohl nicht auf Köppe springen. So. Fang den magischen Regenschirm. Bewege den Joystick, um dich zu bewegen. Krass. Vorsicht. Okay, die komischen runden Eulen darf ich wohl nicht benutzen. Benutzen? Berühren meine ich natürlich. Ich benutze natürlich hier niemanden. So. So. Ah ja, wenn ich hier ein bisschen nach unten drücke, dann fliege ich schneller nach unten und irgendwie ist das Interlacing dann zu sehen. Ob das von der Konsole vielleicht kommt? Also von mir kommt das eigentlich nicht. Oh. Mensch. Also ich muss mal sagen. Na? Ja, es ist echt schon ein bisschen anstrengend. Es ist nicht... Also ich muss sagen, hier ist die Steuerung irgendwie... nicht ganz so direkt. So. Okay, geschafft. Spring hinein. Na okay, dann springe ich mal hinein. So. Du musst die richtigen Buchstaben einfügen. Ah, jetzt wird es pädagogisch anspruchsvoller. Mhm. Aber wir wissen ja, wie das ABC geht, ne? G. Fungi. G, H, I. So. I. Ja, ich würde sagen, jetzt lernt man das Alphabet richtig gut. So, machen wir hier. Ah, ich sehe das Muster dahinter. Seht ihr auch das Muster? Das ist irgendwie so eine Schräge. J. Also von daher braucht man sich eigentlich nur so grob das Muster merken. L. Und dann geht es eigentlich schon ganz gut. So, jetzt müsste das K dahinter stecken. K. Wie ein KTR. So heißt er, mein guter alter Kanal hier. So. M. So, apropos guter alter Kanal. Ich habe erst vor kurzem festgestellt, dass ich diesen Kanal schon unglaubliche 11 Jahre habe. 11 Jahre. Da habe ich mir gedacht, was ist nur los? P. 11 Jahre? Ah ja. Ja. Ich war ein Early Adapter. N. Jo. Was soll ich machen? Und ich habe schon gesehen, einige haben von euch auch schon so die ersten Videos entdeckt auf diesem Kanal. Fand ich irgendwie sehr witzig. So, gut gemacht. Hey, du bist gut. Hört sich irgendwie ein bisschen an wie Looney Tunes. Okay, sehr schön.
Da kommt wieder der Opa. Oh, du bist wieder zurück. Wie viele Energiepunkte hast du? Na, hoffentlich genug. Gut gemacht. Das sind genug. Komm, und finde noch mehr Energiepunkte. Weiter geht's. Das werde ich machen. Jawohl, lieber Opa, das werde ich machen. Drück auf die OK-Taste, wenn du fertig bist. Okay. Hier ist eine Landkarte vom ABC-Park. Wohin möchtest du? Jetzt möchte ich erstmal dieses Let's Play für heute beenden, denn wir haben hier schon genug Abenteuer erlebt. Ja, wenn euch das Lernabenteuer gefallen hat und falls ihr noch weitere Wünsche habt, dann schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Like da oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich sehe, ihr abonniert den Kanal fleißig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir ins Dschungelabenteuer starten. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wie immer sage ich Tschüss.